stehen stark im Moment auf Position 2. Und der Audi A3 die Startnummer 477 ist jetzt, na, also doch ein bisschen Schaltprobleme. Bei Michael Wiels. Habt ihr den jetzt auch für die 476? Nehme ich Andreas Moser, der Rhöner aus der bayerischen Rhön, an der Grenze zur hessischen Rhön aus Oberelsbach. Erfolgreich vor allen Dingen im Slalomsport. Und mit der 475 und dem Renault Clio 474 George Gürtel. Die Startnummer 477 nehme ich Michael Wilsch mit dem Audi A3 1.23.40, also schlechter geworden. Und zwar um über eine Sekunde, während hier mit dem 320er IS die 475, das ist im Moment Rang 2 in der Klasse. Und na, der Luxemburger ist also richtig drin. Und im Ziel die 474, 1.14.84, also nochmal 2 Sekunden gefördert. Sekunden ungefähr verschlampert hat. Dann nochmal 474, da später. Die 469. Ja, so langsam merken Sie alle, dass man hier mehr oder weniger mit dem Renault Clio dann müsste Sandra Becker kommen mit dem Alfa 147. Oh, und technische Probleme. Das ist die Sandra Bigger mit der Startnummer 468, ist also ausgefallen mit ihrem Alfa Romeo 147. Und das hat sich angehört, als wäre kein... Falkenburg wurde ebenfalls rausgenommen mit technischen Problemen. Horedin stark lag nach dem ersten Lauf, nämlich halb ab. Sie starten auf 466. Hier ist der MSC Rhön, mit der Startnummer auf 464. Und
sicheren Stall kommen, aber da ist ja mit technischen Problemen ausgeschieden. Mit der 460 dann Herbert Schmidt. Herkommt. 306-16 im Griff haben. Das ist der 460 Herbert Schmidt. Das war jetzt also nicht das Gelbe vom Ei. Mal sehen, ob es in der Klasse 17 über 2 Liter der nämlich Ludger Dreifürst, die Startnummer 458. Und dahinter Frank Wedekind mit der Startnummer 457. Alles dreht sich natürlich um Roland Wannig, der Startnummer 454. Und Roland Herget, die Startnummer 456, ist im Startfrei für Roland Herget. Und dahinter mit dem Schlachtschiff von Mercedes 300, der W123, in der Werksbezeichnung Uwe Pfaff. Größere Startvorgabe. Der Mann, der mit dem Mitsubishi Lancer EOA hier natürlich ganz anders aufgeigt wie der Uwe Pfarr. Und dahinter Albert Vogt mit dem Zug. Der Filter ist abgelandet. Ja, der ist gar nicht da. Wir sind schon im KW Bergab mit Uwe Werner. Genau, der hat schon Wolfsfeld verlassen und kurze Rückblende auf den ersten Durchgang. Ferndeutsch setzt die schnellste Zeit mit 1.14.5 im Schneider Audi 50 vor Jürgen Hesberger und Jürgen Schneider im nächsten Benziner Polo. Ja, wir wollen natürlich noch auf die weiteren Zeiten schauen, ob die für Roland Herget mit 1.13.62. Darf ich noch einmal wiederholen, Roland Herget 1.13.62 raus in der Club BM. Natürlich, was sonst im Hause Ebel-Weißdorn. Und wir kommen zu Laura Siebert, der 30-Jährige aus Düsseldorf, auch gerne auf der Nordschleife unterwegs ist, genauso wie früher in Trier. Ja, die Zeiten noch einmal. Wir haben Roland Herget 1.13.62, wir haben Uwe Pfarr 1.30.43 und Roland Wannig mit 1.11.03. Auf der Strecke Uwe Werner, Sylvia Emil, Lara Siebert und S.A.J. Eberle, der Projektingenieur. Marvin hat dann seinen Papa starten lassen, regelmäßig im Jahr zuvor, nochmal 2012, aber 2014 da der Junior wieder selber ein. Und Stichwort Junior, weißt du, Junior, Neueinsteiger in den KW Bergkampf, Ex-Kart- und Automobilslalomfahrer Marco Rauch aus dem Odenwald im Fiat 128 Coupé. Ja, gleich haben wir auch die erste Zeit für Uwe Werner für die 451 im Ford Fiesta 1.19.85 und auch für Julia Hinkel 1.21.03. Also 1.21.03 startet Peter Richter, der Entsorgungsberater aus Mülheim an der Ruhr, der schon seit 1984 im Motorsportgeschehen mit dabei ist. Ebenfalls am Start in Eschdorf zum Saisonauftakt holt sich dort den Abgang in der Klasse. Und jetzt gilt es für Jürgen Schneider im 6. Ventiler VW Polo, mit dem er gestern einen Ausrutscher hatte im ersten Trainingslauf. Dritter Rang für ihn nach Durchgang Nummer 1
und jetzt natürlich die Chance, sich noch weiter nach vorne zu arbeiten. Die ersten drei in dieser Klasse, meine Damen und Herren, die liegen in einem Zeitfenster von 1,2 Sekunden zusammen. Jörg Eberle ist oben angekommen nach 1,18,01. 1,18,01 für Jörg Eberle für die 447. Und da ist jetzt 1,15,51. Jetzt bin ich gespannt, ob Jörg Mitzberger an der Linie steht im 427 Maschine. Rennt sich ja voll genauso. Ist es, da konnte er auch seine technischen Probleme in den Griff bekommen, die er anscheinend hatte. Nach Wertungsdurchgang oben angekommen. 1,19,85 für den Fiat 128 und Peter Richter 1,18,34 für die 444. Peter Richter 1,18,34, Marco Rauch 1,19,85. Jörg Eberle 1,18,01. Und damit beginnen bereits die 1,4 Liter mit Sven Grob im Fiat X19 Mittelmotor. Hinterrad angetrieben, ja, und der schenkt sich selber hier gar nichts, musste einen Dreher wegstecken im ersten Durchgang, fuhr immer noch 1,30 und ich bin gespannt, was hier Uwe hier zu zeigen hat. Jürgen Schneider ist nur die 400. Ich spüre da im Moment die Klasse an, Gesamtzeit 2,32,31. Natürlich ist er sehr deutlich im Team, sehr, sehr links gewesen mit 1,15,50, Gesamt 2,30,22. Damit behält er die Führung vor Jürgen Schneider. Wir kommen zu einem weiteren Neueinsteiger in unserer Gruppe mit 1,15,33,32,76 Gesamt. Zweiter Rang, also für Jürgen Hessberger, Führung für ganz Deutsch. Die Führung beträgt etwa 0,5 Sekunden. Neutholz wird sein Polo seit dem Ende der Saison 2013 auch technisch betreut. Und man sieht auch, das Auto ist deutlich zuverlässiger geworden. Dann Rupert Rumpel aus Mengen im Simca Rally, der Pilot des ATV MSC Kühlge. Hecktriebler, 92,25,88. Das ist die Gesamtzeit des Youngsters. Ja, von Youngster zum Urgestein zu Matze Martin Kleiner. Unterwegs im VW Polo 16 Ventiler. Matze hat einen guten Saison-Einstand gezeigt in Eschdorf mit Rang Nummer 4. Wir haben die Zeit für die 35 89. Dann Thomas Breschel, der Kfz-Meister aus der Hohenloher Region. Im Schneider-Polo 16 Ventiler kommt hier weit nach außen in Richtung der Leitplanke und kann es aber richtig gut handeln und auch weiter den Kurs. Ja, dann müsste Klaus Bernhard kommen, der Mann, der in Führung liegt nach Durchgang Nummer 1 nach einer Zeit von 1,10,88. Der selbstständige Maschinenbaumeister aus dem Kraichgau. Ach, er findet hier eine schnelle Linie und im Ziel ist Günther Friedl, dieses Mal mit 1,28,20, also 1,28,20 für Günther Friedl, Gesamtschule 29,20. Ja, Klaus Bernhard, jetzt gilt es für ihn, den zweimaligen Divisionssieger im KW Bergkamp, der auch 2010 nochmal Dritter war. Nach diesem Auto mit der Startnummer 409 wurde heute Nacht im Fahrerlager lange gearbeitet. Der Kupplungsnehmerzylinder musste repariert oder ersetzt werden und dazu musste der komplette Motor heraus aus diesem Renault R8 Guardini. Und der Zwölfte, weitere 17er Zeit von ihm 1,17. Von 1,13,31 gesamt 2,27,20. An Klaus Streiberger. Im VW Polo 8 Ventiler, Ex-Auto von Reinhard Schönberger aus dem Bayerischen Wald, Motorgetriebe von Helmut Kraus, diesem Aggregat. Klaus Bernhard hat wiederum fliegen lassen, wieder unter 1,11 unterwegs gewesen. 1,14,07. Frank Lohmann ist gestartet, also 1,14,07 für den Thomas Fröschel. Da wurde er nochmals schneller im Bereich von 0,3 Sekunden. Hans-Peter Wiebe, der Transitmeister aus dem Unterküst, 2/10 einfährt, dieses Mal im zweiten Rang 1,12,81. Die Gesamtzeit. Ja, dann Markus Hülsmann aus dem Osnabrücker Land im VW Golf, aus Georgs-Marienhütte ganz genau kommend. Der Kfz-Meister und Außendienstmitarbeiter mit den vielen sportlichen Hobbys wie Fußball, Skifahren, Motorradfahren und Kegeln. Dann Nils ab, der ganz sicher nicht zufrieden sein wird mit seiner momentanen Platzierung. Gestern im Training lief es deutlich besser, dann musste er das Getriebe wechseln in der Nacht. Bekam ein Reservegetriebe von Klaus Bernhard, 11. Position, Ritter bei den 8 Ventilern. Nils ab, also der Vorarbeiter.
dann später auch auf der Rundstrecke fuhr, dann gab es Automobilslalom und dann Bergrennen. Ja, und jetzt gilt es für Franz Weißdorn, der uns angedeutet hat, dass er im ersten Lauf irgendeinen Fehler drin hatte. Dreher hat er angedeutet, aber bei 1.11.91 kann ich mir kaum vorstellen, dass es ein kompletter Dreher gewesen ist. Vielleicht irgendetwas, wo er ein bisschen Gas rausnehmen musste. Mit 1.13.93 und Frank Lohmann mit 1.12.58. Ja, dann natürlich aufzurufen, die dritte Startgruppe fertig machen, in den Vorstand kommen. Also die dritte Startgruppe fertig machen, in den Vorstand kommen. Dann ist es Frank Lohmann mit 1.12.58. Ab jetzt geht es um die Verteilung der Spitzenplätze in der Klasse. Nils Ab ist noch unterwegs, vor allem aber sind unterwegs Franz Weißdorn und Wolfgang Glas, der Maler und Lackierermeister aus der Stetten, der für den ASC Bobingen im Bergrenngeschehen unterwegs ist. Und Nils Ab ist oben, verbessert sich von 1.14.6 herunter auf 1.13.17, 2.27. Das ist seine Gesamtzeit, 2.27.85. Damit ist er im Moment Sechster im Rahmen seiner Klasse HFST 1 bis 1,5 Liter Hubraum. Noch Fehler und 10. Also auch hier ist die Spannung vorprogrammiert in der nächsten Startgruppe, der Startgruppe 3, die wir jetzt noch einmal in den Vorstand bitten. So, Achtung im Vorstandbereich, die Fahrzeuge kommen zurück. Und während der Rückführung können wir eigentlich ein Dankeschön loswerden an die Fahrschule Daniel Reinemann, neu in Bitburg in der Peterstraße 36 in Wolfsfeld, Rittersdorf, Trimport und Bitburg ist die Fahrschule zu Hause. Leindecker, Ihr Holzland, meine. Der Pferd, aber der Bühne hat, das ist
Wir haben auch keine technischen Probleme. Thank you.
sowie Alexander Weber, der Stadtnummer 464, der aus der bayerischen Rhön-Kochen in der Nähe von Hausen, dem legendären Hauensteinberg. Ja.
Thank you.
Ich habe die Motorrad machen, die da raus.